Ja, hallo liebe Segelfreunde, hier nochmal, also riesengroßes Spielfeld hier. Auch hier mal wieder ein vernünftig großer Arbeitsplatz hier für den Skipper, den wichtigsten Menschen hier. Könnt ihr überhaupt sehen, wo ist es denn da hinten an Bord? Kann man sich mal austoben. Man kann auf der anderen Seite hier echt 1, 2, 3 cool rüber gucken in die riesengroße Küche. Das ist schon gar keine L-Form mehr, schon eine U-Form. Da vorne geht es hier in den Master Bedroom. Ich bin hier auf der C57. Und jetzt mal wieder zurück zu mir. Ich wollte aber eigentlich noch mal kurz eben mein Charter-Logbuch euch ans Herz legen. Ich muss mal eben hier rausgreifen. So, haben wir dabei. Und zwar für denjenigen, der nicht jeden Tag immer skippert, sondern der einfach mal ein paar Checklisten an Bord gebrauchen kann. Und zwar Checkliste für die erstens die Yachtübernahme. Das heißt, wenn ihr das Schiff übernehmt von eurer Charterbasis, damit ihr einfach mal durchgehen könnt, ist alles da, habt ihr alles verstanden, wie die Technik funktioniert, wozu habt ihr Fragen, was fehlt irgendwie? Erste Thema, Yacht-Check-In-Übernahme. Steht viel drin in den Listen, ist nicht alles immer relevant. Ihr müsst auch nicht mit jedem Kleinkram immer zur Charterbasis rennen, aber einfach mal, damit ihr mal durchchecken könnt, überlegen könnt, okay, einfach mal, damit ihr an alles denken könnt. Ihr müsst nicht alles abchecken, aber darum geht es in der ersten Checkliste hier im Charter-Logbuch, Segeln. Zweite Checkliste ist die Bootseinweisung mit eurer Crew, damit ihr denen mal die grundlegenden Dinge, wie gehen hier die Schaps, wo sind sie denn? Hier sind gar keine Schaps hinter mir. Ihr wisst schon, was ich meine. Hier, wie gehen die Schaps oben auf mit den Knöpfen? Wie geht das mit der Toilette? Wie muss ich da Pumpen tun und machen, die ganzen Geschichten? Wo kann ich mich festhalten? Hier beim Niedergang, hier da vorne, sieht man hier noch irgendwo. Genau, so. Das sind also Sachen, die Landratten, die brauchen mal ein bisschen kleine Einweisung in der, die Fenster. Wie kriege ich die auf? Wie kriege ich die zu? Hier oben, die Luken. Das sind alles so Dinge. Dazu habe ich auch einzelne Videos gemacht, schon mal früher. Die baue ich euch da mal hier oben mit rein. Genau, also das ist die Bootseinweisung. Das war das Stichwort. Bootseinweisung ist die Checkliste hier drin. Und dann gibt es noch die andere Checkliste, ist das Thema Sicherheitseinweisung. Da geht es darum, die sicherheitsrelevanten Dinge, angefangen hier See- und Signalmittel, wo sind die, wer darf die bedienen, wann und wo, wer darf rumfunken im See- und Signalfall und so weiter, wo droht Gefahr mit dem Thema hier Winschen, Finger einklemmen und so weiter. Das ist alles hier, was nehmen wir denn mal hier für eine Liste, die Sicherheitseinweisung haben wir hier. Genau, steht hier alles drin, könnt da durcharbeiten, abhaken. Ihr könnt auch einfach nur die Hälfte von den Dingern teilweise machen, weil die einfach in eurem Seegebiet oder auf euren Segeltörn nur relevant sind. Ist dann alles gedacht. Und das eben kombiniert mit einem Logbuch zum Charter-Logbuch. Und damit sage ich schönen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr denkt, das Video ist interessant für einen eurer Segelfreunde, schickt es gerne weiter. Wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr Ergänzungen, Kommentare dazu habt, was im Logbuch vielleicht fehlt. Also ich glaube, Fehler sind nicht drin, bin ich mir ziemlich sicher. Ich würde es nicht garantieren, aber vielleicht habt ihr was, was ihr mir unten reinschreiben wollt, was ich noch verbessern, ergänzen kann. Ist das einzige Logbuch, was eine Ringbindung hat, sodass man schön zugeklappt auch irgendwie auf dem Navitisch liegen lassen kann oder hinlegen kann. Auch in der Schublade hier unten drunter und ich immer auf den aktuellen Tag reinschauen kann und so weiter. Und ja, damit gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir einen Kommentar unten rein. Ach, die Glocke klicken, das ist natürlich ganz wichtig, damit ihr immer informiert werdet, wenn ihr ein neues Video von mir zur Verfügung gestellt bekommt. Alles kostenlos und damit wünsche ich euch beim nächsten Mal wieder viel Spaß auf dem Wasser. Euer Ludwig Backmann.